Ja, Leute, wir spielen wieder Daisy Standalone. Und wir sind hier in Gorka. Perry, ich laufe gleich zur Militärstation durch. Ich Spesabu. Ich bin nämlich neu gespawnt. Ich bin letztes Mal gestorben. Irgendwie wurde ich erschossen mal wieder. Aus irgendwelchen Seiten. Keine Ahnung. Habe ich nicht gesehen. Jetzt haben wir uns getroffen an oder in der Stadt Gorka. Also ich bin einfach sofort durchgelaufen, habe mir vorher noch eine Raincoat gefunden. Bisschen essen, bisschen trinken und eine Feuerwehraxt, finde ich ganz wichtig. Ich greife nämlich Zombies nur noch an, wenn ich eine Feuerwehraxt habe. So, das sind gerade Feuerwehr. Nein, wenn ich nur noch eine Feuerwehraxt habe. Das ist nämlich ganz einfach. Denn ohne die Feuerwehraxt töte ich die nie. Ich verletze die immer nur, aber das juckt die nicht. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass ich einen Motor höre, aber das Auto gibt es ja noch nicht. Haben die auch wieder gut gemacht. Ein Auto angekündigt und die wissen nicht mal, ob es kommt. Oder keiner weiß es. Bin mal Neuer gespannt. Police Patch. Dann bin ich auch gespannt, wie die das machen wollen. Da gibt es ein Auto oder so. Ja, die müssen dann richtig viel dazu patchen. Ich bin jetzt in der Militär, also in dieser Polizeizentrale. Bist du schon drin? Ja. Die haben Ich die bin zwei in der Autos Tür davor gerade. entfernt, ne? Hast schon alles durchgeguckt? Nee, ich war oben noch nicht. Okay, dann gucke ich die erste Etage durch. Aber hier ist noch alles abgeschlossen. Wie selten man einen Server findet, wo alles noch abgeschlossen ist. So ein bisschen essen, ein bisschen trinken. Ich habe leider noch keine Tasche. Die hätte ich gerne noch, aber bisher hatte ich nicht das Glück. Taschen können aber, glaube ich, in jedem Haus droppen. So, was haben wir hier? Wir haben hier 9 mm. Okay. Ich habe Pistolenmagazin oder Munition gefunden. Jetzt bräuchte ich eigentlich nur noch eine Waffe. Eine Dose. Nimm mal für ein Bloodcat mit Blood. Wie heißt das? Bloodpack Medikit, oder? Ne. Bloodpack Kit heißt das einfach nur. Okay. Oh, hier ist eine Waffe. Eine Ah. Carbine. Ich glaube, für die habe ich sogar das Magazin. Ne, habe ich nicht. Schade. Ich glaube, für die gibt es keine Magazine, die nur so nachladen. Hast du dafür Munition? Nee. Hast du Habe ich gerade leider Platz im nicht. Inventar? Ich habe Minimalplatz. Wieso? Möchtest du mir Sonst was geben? nimm dir mal die Munition hier, die ich jetzt hier auf den Boden gelegt habe. Bin gleich Hallo? vor mir. Ah, okay. Machen wir so. Pass auf, dann hast du Pistolenmagazin. It doesn't fit in here. Okay, die Munition passt leider nicht. Okay. Warte, ich kann mal gucken. Inspect. Steht da was? 7,62 mal 39 mm. Was habe ich denn hier? Inspect. Oh, ich habe davon sogar welche. Nur als Clip. Das heißt, ich kann hingehen. Okay, das geht nicht. Ich gebe dir die Munition mal wieder. Gib mir mal den Clip. Ich gebe dir dafür Munition davon. Ah, okay. Ich kann echt einzeln nachladen. Aber immer nur einen Schuss. Okay, egal. Dafür haben wir jetzt eine Waffe. Die Waffe nehmen wir auf die Taste 4. Mag ich eigentlich mehr. Combine, sehr schön. Passt leider Und auch nicht in. okay, ich hab einiges jetzt. Wir können jetzt anfangen zu kämpfen. Ich gehe rück nochmal ganz oben. Da liegt nämlich auch öfters mal was. Da lag eben Essen. Hier sehe ich nichts mehr. Das Essen nehmen wir noch mit. Heinz, die guten alten Heinz-Bohnen. Ja, das passt. Okay, Perry, wir können loslegen. Ich muss aber einmal Probe schießen mit der Waffe. Ich muss einmal kommen. Wollen wir hier? Wir haben doch hier ein bisschen neuen Spieler. Wir müssen aber gleich, sobald wir die Stadt verlassen, müssen wir mega vorsichtig spielen. Ich möchte mich nicht mehr sterben. Ich möchte jetzt so lange überleben, wie es geht. Und wir werden mal ab hier aus schauen, wie lange wir überleben. Ich werde die Folgen so immer 20 Minuten, 15 bis 20 Minuten schneiden. Wir werden echt schauen, dass wir so einen Rekord aufstellen für uns selber, wie lange wir überleben. Das bist du, ne? Okay, ich habe dich gemerkt. Grüne Tarnjacke mit einem roten Rucksack. Dann nehmen wir noch vorne das Medical House mit. Weil wir haben schon eine Regel gemacht. Wir haben gemacht, wir laufen nicht über Hauptstraßen, sondern daneben. Weil die meisten Noobies, die laufen auf Hauptstraßen. Das habe ich auch mal gemacht.
Ja, aber damit man den Weg nicht verliert. Genau, wir werden aber immer an dem Waldrand entlang laufen. Da, das blaue Haus ist das Medical House. Echt? Ja, das habe ich schon in einer meiner ersten DayZ-Folgen gemerkt. Hier findest du mich, das ist sozusagen das Krankenhaus. Und hier liegt eine Waffe im Auto. Oh, da ist ein geiles Schuh. Hier ist eine Shotgun, aber wir haben eh keine Shotgun-Munition. Hallo? Ich will die Schuhe haben. Ja, ich kann die Schuhe anziehen. Zack. Erstmal richtig coole Schuhe hier. Brown Jacket, Woolcap, brauchen wir nicht. Hier sind nochmal Streichhölzer. Oh, die nehme ich sogar mit. Das sind viel mehr. Brauchst du Streichhölzer? Hier sind noch welche. Nee, nee, ich hab welche. I'm hungry, dann pass auf, dann esse ich gleich einmal. Und dann nehme ich noch ein bisschen Essen mit. Ich hab mega die Hungersprobleme. Ich weiß gar nicht, wie meiner so dünn bleiben kann, weil ich bin die ganze Zeit nur am Essen. Ich hab übrigens auch einen Dosenöffner. Ah, okay. Ja, ich mach das einfach hier mit. Oh, geil, ich habe eine Wasserflasche gefunden. Das war wichtig. Und ich habe sogar Purification Tablets. Das ist doppelt. Pass auf, ich mach so. Ach, die verbraucht zwei Plätze, ja. Brauchst du Pistolenmagazine? Du hast ja eine Pistole, oder? Ja, was für ein Magazin ist das? Ganz normales. 9x19 mm. Ich hab's einfach mitgenommen. Also nicht Magazin, ja. Sondern, aber ich habe hier noch ein Morphin gefunden. Weil das ist einfach nur Munition. Ich habe Morphin gefunden, sehr schön. Aber ich hab nichts, was ich dafür ab. Ja doch, komm, ich leg das hier einfach so, passt. Ich hab hier Salinbeck 4 gefunden. Das sieht schon ziemlich kombiniert aus. Inspect. Ach, ein Starter-Kit brauche ich dafür, glaube ich, noch oder so, ne? Bitte, ich lasse eben das mal liegen, mal gucken. Funktioniert das? Ne? Das funktioniert nicht, okay. Wir müssen echt mal irgendwann lernen, wie das Ganze funktioniert. Ich kann irgendwie nichts essen oder trinken. Wieso? Ah doch, jetzt hat das gegessen. Okay, merkwürdig. Ja, das könnte sein, dass das selber ein bisschen laggt. Normalerweise wurde auch in den Patch-Notes gesagt, dass die Zombies sich nicht mehr glitchen können, aber hier glitchen die immer noch. So, Perry, dann lass mal den nördlichen Ausgang nehmen aus der Stadt. Jo. Ich schaue hier nochmal ganz schnell durch, ob ich irgendwo eine Tasche finde, durch in den Häusern, das bist du. Wo war der Brunnen? Da vorne, genau. Ja, okay, ich brauche aber nichts zu trinken. Lass uns rechts entlang gehen. Alles klar. Also mich würde man eventuell sehen. Ich bin ja doch ein bisschen auffälliger als du. Aber du bist schon bis auf deine Tasche bist extrem getarnt. Ja, ich brauche noch so einen getarnten Rucksack. Ich brauche komplette Kleidung. Ich habe jetzt eine Regenjacke an. Ist jetzt nicht die getarnteste. Ich habe, die findet man in Scheunen und in Militärs. Okay, wie heißt die? Das ist eine Gorka E-Military Uniform Jacket. Okay. Sommercovers. Habe ich noch nie gesehen oder gehört. Und ich habe Sommer Hunter Pants an und eine UK Assault West DPM Camo. Also ich habe auch so eine Schussweste. Also eine Weste. Okay, ja, ich bin dann noch ein bisschen ziviler unterwegs. So, jetzt müssen wir hier schon langsam aufbauen. Aber hier bin ich zum Beispiel mehr getarnt, oder? So zwischen den Bäumen. Zwischen den orangenen Bäumen da auf jeden Fall. Ich hab gerade einen Zombie gehört. Ich dachte, die Soundbox haben die auch entfernt. Nee, nee. Die sagen ja mal Sachen in Patch Notes, die stimmen gar nicht. Das sind zumindest Zombies, sagt man noch. Okay. Sollen wir nach Novi rein? Ja, ne? Würde ich sagen. Ich glaube, in Novi gibt es was mega cooles. Hier oben ist ja Altar, der Berg. Wenn man Alter. Da weiter. Alter! Muckst du auf? Da vorne ist der Altar. Da ist eine Kuh. Ach, da sind zwei Kühe. Messer haben wir nicht, oder? Nee, nee. Kann ich die mit einer Axt bisschen. Sollen wir testen? Ich wollte sowieso schießen. Ja,
Kannst du mal tippen. Ich will mindestens einmal schießen. In jedem Video einmal schießen, so. Einmal wird eine Kuh erschossen. Wenigstens irgendwas töten. Dann können wir sagen, erster Feindkontakt. die Kühe haben halt BSE, wir müssen die leider beseitigen. Oh nein! Server down. Nein, ich kann nicht schießen. Okay, dann machen wir hier einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder. Leute, wir sind wieder da. Wir haben uns einen anderen Server ausgesucht jetzt. Wir sind mitten in Gorka gespawnt. Hallo, ich habe einen Zombie gehört. Zombie? Ich möchte nicht kämpfen. Das ist ein extrem voller Server. Also nicht, dass der eben leer war, aber der hier ist. Bist du das, Perry? Perry, sag was. Ich erschieß dich sonst. Ja, das bist du. Boah, du bist von mir gerade durch die Gegend so geglitscht. Ich bin gerade gespawnt. Was bist du denn? Ich bin am Zaun, neben dir. Oh nein, leck das. Du leckst bei mir, hallo? Oh, hi. Glitsch ich bei dir auch so, oder bist das nur du, der so glitscht? Du glitschst bei mir überhaupt nicht. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Gucken wir, ob das gleich weggeht. Vielleicht ist es, weil du gerade eingeloggt bist. Sollen wir vorne die Militärstation nochmal angucken? Und hier, das Krankenhaus. Oh, das sieht komplett gelootet aus. Hier sind Stiefel. Ich zieh Stiefel an. Wie geil ist das denn? Ich habe Stiefel gefunden. Hier ist eine First Aid Kit, ist aber schon gelootet. Hier ist ein Defibrillator. Hm, wie funktioniert der? Muss man dafür schon ganz tot sein, oder? Ich glaube, unconscious. Okay. Und damit wiederbeleben. Ja. Ne, du glitchst bei mir echt. Ja, bin ich mir auch nicht. Du glitchst bei mir echt durch die Gegend sozusagen. Was ist Glitchen? Du ruckelst. Ich hab zwischendurch so ein Micro-Lags. Ja, so sieht das ungefähr auch aus, dass du so Mini-Lags hast. Du machst so einen halben Roboter, naja, nicht Roboter-Dance, aber doch, du machst so einen Roboter-Move. Ich nehme hier noch die Häuser mit. Vielleicht finde ich irgendwo eine Tasche für mich. Das ist ärgerlich, so da steht, also klar sind Server-Restarts natürlich, aber wäre schon cool, wenn da stehen würde, yo, in 5 Minuten Server-Restart, wie bei der Mod. Hat ihr die Mod auch hinbekommen? Hier war definitiv schon mal jemand, hier hat jemand Items fallen lassen. In der Scheune. Boah, hast du mir Angst gemacht. Das bist du, ne? Ja, hier liegen nämlich ruined Items. Wo siehst du die denn? Hier direkt am Fuße der Treppe. Aber ich sehe. Ah, da. Okay. Gott, hast du mir Angst gemacht? Boah, ich hab grad richtig ein Herz. Blue Cargo Pants. Ja, okay, das sind ja dieselben, wie ich dann hab. Nur ein Blau. Ha, Cooling Off. Ist anscheinend ein bisschen früh morgens. War ein bisschen kälter hier auf dem Server. Wichtig ist immer auf die Distanz zu gucken. So, da ist die Militärstation. Die haben die zwei Autos vor der Militärstation entfernt. Ich werde mich jetzt mal in die Militärstation begeben. Ich würde sagen, bei den Militärstationen, also bei den Polizeistationen und so, sollte einer immer außen so ein bisschen beobachten und der andere lootet. Weil vor allem hier in Gorka, da laufen sehr, sehr viele hin, weil das so ein Zwischengebiet zwischen allem ist. Und so können wir halt noch uns verteidigen. Hier war auch schon mal jemand. Eine Kiwi. Essen wir mal eben auf. Ein Promptly Cooling Off. Promptly. Hier haben wir eine Flasche. Brauchen wir nicht. Was wir gern hätten, wäre ein Zielfernrohr. Oder Magazine für Perry. Der Perry hat nämlich noch keine Magazine für seine AK. Ja, das wäre natürlich toll. Hier ist ein Kompass, aber ich behaupte einfach, wir kennen uns so gut aus, dass wir keinen benötigen. Ja, ich brauche den manchmal, deswegen habe ich einen.
Hier ist nochmal ein KR-57-Karabiner. Dasselbe, was ich habe. Er liegt auch auf dem Boden. Oh, da oben ist was. Ist das dasselbe? Ne, das ist eine andere Waffe. Hallo? Nein. Keine Message. Aber hier ist eine mega coole Waffe. Viel cooler als diese Kretabine. Ja, dann gleich auf den nächsten Server. Jo Leute, danke erstmal fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt noch die letzte DayZ-Folge und unten den letzten DayZ-Standalone-Part. Haut rein!